Ha, warum laber ich überhaupt? Natürlich kills. Und wir rasieren den ja glatt. Ich muss raus. Ab in den Untergrund mit uns. Oh, wir können einfach reinsteppen. Nice. So, Alter. Ab gegen meinen Rivale, Junge. Batz. Du mal. Direkt rein. Golbat, Schmutz. Oh, Mann, Alter. Kommt er mir mit so Lappengegnern? Zack. Na, reinbeißen. Ja. What? Ridiculous. Weavile. Weavile kommt jetzt schon, Bro. I guess wir können direkt sparken. Bro, shut the fuck up, Das war so nicht geplant. Aber wir sind ein bisschen schneller. Und er hat kein Prior Move. Ja, Withdrew ist okay, wahrscheinlich Electabuzz. The Relegator? What? Okay, Bro. Boom, Alter. Wird dick rasiert. Weavile. Wie gesagt, kein Prior Move. Spark trifft immer. Kann gerne healen. Wenn ihn trotzdem rasieren. Spark. Am Schluss kriegt er noch eine Paras. Wäre am geilsten irgendwie. Aha. Dicke Rolls gerade. Dicke Rolls. Und ich rede nicht von Sushi. Let's go. Kadabra. Kein Prior Move. Was? Alter, hier wird nur reingebissen, Alter. Geil. Mal richtig knabbern. Electabuzz, Alter. Boom. Na gut, da können wir wechseln. Zack. Ice Punch. Brit, I guess. I mean, jetzt müsste T-Wave oder Brick Break kommen, ne? T-Wave oder Brick Break, da können wir auf jeden Fall hier hingehen. Brick Break, fine. Jetzt kommt definitiv Elektroattacke. Bitte sag, wir haben nicht dick drauf, sondern wirklich Earthquake mittlerweile. Dick drauf, egal. Brick Break, fine. Er kann uns auf jeden Fall nicht killen. Definitiv nicht. Zack. Brick Break avoided. Dick kommt raus. Dakala! Boom! Der Rivale mal richtig vorgeführt. Oh, zum Glück sind wir im Untergrund, Alter. Vor Publikum hätte er angefangen zu flennen. Stop it. Get some help. Oha. So, wir sind immer noch hier im Untergrund. Wir befreien jetzt hier den Kollegen vom Radioturm. Müssen wir hier leider rausholen, damit der auf jeden Fall wieder sicher in seinen Radioturm kommt. Petra? Als hätte uns gerade überrascht hier. Das hätten wir noch nie gesehen. Kriegt auf die Schnauze. Smurgle hat hier auf jeden Fall ganz verschiedene Moves. Er hat Toxic, Leech Seed. I don't know was noch, aber wir werden auf einmal einfach Brick breaken. Wir haben eine Lumberry gegeben, dass wir auf jeden Fall kein Toxic oder so abkriegen, aber juckt ja nicht, weil wir sind schneller in ihn. Weezing hat Toxic, Sludge Bomb, Explosion, Destiny Bond. Deswegen können wir einfach wechseln. Auf Toxic etc. Sludge Bomb, no effect. Er kann eigentlich nur Destiny Bond und Explosion machen. Destiny Bond, okay. Ich weiß gar nicht, ob der Schwebe hat oder nicht. Explosion, wir haben gute Defense. Jawohl. Plus wir haben zwei Sword Stance raus. Easy Fight, Alter.
Bro, come on. Streng dich mal an, Bro. Venomoth. Venomoth hat Spore Toxic. Ich glaube aber kein Schwebe. Ist es schneller? Was? Long. No chance, Bro. No chance. Nicht so, Bro. Nicht so. Criticality easy. Die Frage ist jetzt bei Toxicroak at Close Combat. Then Headbutt. Ist fein, wir kriegen die Mega Evolution raus for free. Er hat Toxic, Sucker Punch, Explosion, Belch. So, wir können einfach Witchen, I guess. Wie gesagt, Belch macht alles nix. Toxic macht nix. Sucker Punch juckt nicht. Wir können nämlich einfach cursen. Obwohl, einen Curse haben wir schon mal raus. Kommt eh mit Close Combat. Ist fein. Hat minus 1. Wir haben nämlich hier schön unsere Defense gerade noch gepusht. Meine Defense ist jetzt gefallen, dadurch, dass wir natürlich jetzt einen Close Combat von ihm geschluckt haben. Und unsere Leftovers kommen rein. Vielleicht ist es ein Kill. Ace. So, und der andere Kollege kann nur Explosion oder Sucker Punch machen. Mal einfach Curse. Ja, Explosion easy. Sollten wir tanken, dann plus 1 Defense. Gar kein Stress. Oh mein Gott, Diggi. Hol dir ein gutes Team Patrol, anstatt dir so Faxen zu machen. Diggi. Hä? Ja, ja, mal komplett Schmutz. Haben wir den radiert, Alter. No way. You're a victim. Mm. Here we go. Vielleicht erwartet uns jetzt hier jemand. Proton? Hat der uns einfach kalt erwischt, der Hund. Let's go. Let's get it, Alter. Let's wreck him. Hinsier. Fischfleisch für uns. Flamethrower. Bats. Komm ran. Kurzer Prozess, kurzer Prozess. So, wer kommt rein? Nidoking? McMorda? Eigentlich Nidoking. Aggron. Aggron hat Stone Edge. I guess wir wechseln direkt hin. Stealth Rocks sind fein, I guess. Wir machen Earthquake. Wir sind schneller, vierfach schwächer Earthquake. Hat gute Defense, aber sollte Sturdy, Bro. What? No way, der Sturdy. Einfach übersehen. Crazy. Ich glaube, nochmal Poison Heal mitnehmen wäre gar nicht so schlecht. Er könnte healen. Mhm. Oder wechseln, I guess. I don't know. Aber wir sollten Steine und Icicle Crash gut überleben. Jawohl. Resten wir gut. So. Jetzt einfach Flamethrown. Zack. Der auch weg. I mean, es sind da nur noch McMorda und Nidoking da. Von dem her sollte er eigentlich klagen, weil Aggron macht effektiv nichts mehr im Fight. Der ist so langsam, dass er, egal von was kommt, gewonnen wird. Aggron. I guess wir können drin bleiben und einfach killen, weil jetzt wechseln würde keinen Sinn machen. Macht Flamethrower, falls er healt. Ja. Weil jetzt auch. Ja, man hätte auch wechseln können auf den Heal, aber. Es bringt nichts. Vor allem, weil wir auch Sturdy umgehen wollen. Kill Tail? Kill Tail? Eieiei. Noch ein Heal, Kollege. Ist fein, dann hat er seine 2 Full Restores raus. Das freut mich. Zack, Alter. Heal stopped, I guess. Er hat keine Prior Moves, von dem her einfach killen. I guess wir gehen hier hin und machen einfach dann die Mega Evolution.
Earthquake, ja, war abzusehen. Leider kein Flug-Pokémon. So, Mega Evolution. Slackoffen erstmal. Wir müssen erstmal Slackoffen. Wir haben jetzt gute Defense, kriegen Slackoff eben rein. Wenn er Dragon hält, ist auch fein. Ja. Ist kein Problem. Wir können hier nämlich auch ganz entspannt Earthquaken. Schön, dass er uns hier rausgezogen hat. Opala. Könnte killen, könnte auch nicht killen. Ha, warum laber ich überhaupt? Natürlich killt. Und wir rasieren den ja glatt. McMurder hat Rock Slide, I guess. Lava Plum. Was, Alter? Nix macht mehr Damage. Earthquake. Boom, Alter. Boom. Der war ja noch weniger eine Challenge als alle anderen. Lol. Ein Sunny Day am Schluss. Lava Plum, I guess. Macht uns eigentlich so viel Damage. Ha, guck. Easy. Nee, der war ja wirklich gar kein Gegner. Hoffentlich nächste Folge bessere Gegner, Alter. Ab mit ihm, ab!